Das ist eine dumme Sumse, ey. Jetzt bin ich noch im Falschen eingestiegen. Wo muss ich denn jetzt überhaupt einsteigen? Ja, Gott sei Dank, dass du in den Falschen eingestiegen bist. Ach, da ist er. Warum fahren? Da haut die einfach ab, ey. Hallo, Herr Hoxton. Ich glaube, ich sitze neben Ihnen. Haben Sie einen Knall oder was? Entschuldigen Sie bitte, was sagen Sie? Ja, ich verstehe Sie nicht, es ist sehr laut hier. Nein, Herr Hoxton, so dürfen Sie das nicht sehen, verstehen Sie? Ja, ich muss es leider so sehen. Die Helga, die Schwester von der Sabine, die hat gesagt, man muss den Männern mal den Weg weisen. Hm? Nachdem sie meine Fahrweise so angemerkelt haben und es fing ja gerade erst an zu merkeln, ne? Was schärfst du? Ich hab noch gar nichts gesagt. Nein, nein, Sie haben nur gesagt, wenn ich Sie fahren sehe. Da fiel ja, schon ja, an. Ich wollte ja noch was sagen, aber. Ja, die Susanne. Haben Sie schon vergessen? Ja, Sie auch nicht in der Lage sind, rückwärts zu fahren, das ist ja alles okay. Herr Hoxton, hier ist übrigens die Sportanlage. Sie können es ja auch nicht, können Sie auch ruhig zugeben. Das ist unglaublich. Von der Pike auf habe ich das gelernt, Herr Hoxton. Ja, ja, ja. Wir gucken mal, wie Sie da reinfahren. Genau, vom Pickel auf gelernt. Mhm. Mhm. Mal gucken, ob Sie die 8 Kubikmeter schön dezent abladen, ohne dass wir die restliche Ladung verschwenden. Entschuldigen Sie. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo das hin soll. Ja, in dem markierten Bereich, ne? Und wo ist der? Den Sie hier im markierten Bereich? Ja. Ich sehe hier keinen. Doch. Der wäre wo? Da hinten. Wo ist er denn? Also. Guck mal eben. Sagen Sie mir im markierten Bereich. Also ich finde hier keinen. Ich würde sagen... Hier. Hier ist er. Ach, da hinten. Ich sehe es. Jetzt sehen Sie es auch, ja? Ja, ja. Herr Hoxton. Okay, Chef, ich komme. Haben Sie Ihre Brille wieder nicht auf? So, stopp. Okay, dann kippen wir mal ab. Bitte. Aber fahren Sie noch ein Stück zurück. Dann fangen Sie an zu kippen und fahren dann langsam nach vorne. Okay, aber nur 8. Ah, nicht so weit, nicht so weit. Noch ein Stück zurück. Also wieder nach vorne. Sie sind zu weit hinten. Zu weit hinten. Und denken Sie dran, bei 8 muss Ende sein, ne, Herr Hoxton? 8. Nur 8. Okay. Der kippt nicht, der geht nicht runter! Ja, super, Herr Hoxton. Ja, der geht nicht runter! Auf geht er, ja, aber runter geht er nicht, oder was? Was wollen Sie mir erzählen? War zu viel. Ja. Jetzt müssen Sie nach dem Eumelbums fahren. So, fahren Sie mal hier runter hier. Okay. Verdichte den markierten Bereich. Ja, da haben Sie jetzt was zu tun, Herr Hoxton. Ja, dann fahren Sie jetzt das Dings holen nochmal. Wie viel haben wir denn da jetzt noch drin? Ja, zu wenig. 1,8 oder so. Ah, super. Ich verdichte das jetzt da. Okay, ich habe Sie verstanden, Herr Hoxton. Den anderen muss ich ja machen. Ja, ja, Herr Hoxton. 1,8, meine Güte. Hatten Sie eigentlich 100.000 überwiesen? Wofür? Für Ihre Fehlausgaben. Haben Sie mir schon 500.000 überwiesen für die Ausgaben, die ich Ihnen so ermöglicht habe? Doch nicht, ne? Doch, habe ich Ihnen schon mal gegeben. Ja, schon mal. Das war wann und wo? Aber den Mobilkran wollten Sie doch auch haben. Naja, da sage ich auch nichts. Wie kann man sich so dahinstellen? Das war ich auch. Bitte? Nee, schon gut. Haben Sie was gesagt, Herr Hoxton? Ja, das war mein Fehler, was ich gemacht habe. Das macht ja nichts. Wenn ich einen Fehler mache, dann stehe ich auch dazu. So wie Sie. Ja, Moment. Ich habe keine Fehler. Sie haben noch nie zu Ihren Fehlern gestanden. Der bremst hier einfach vor mir ab. So, ich verdichte jetzt hier. Wie wär's mal mit dem Blinker, mein Freundchen? Ja. Jetzt wird verdichtet. Fährt hier einfach, ne? Aber kein Blinker, ne? Bremsleuchten gehen an. Ich denke, was macht der jetzt?
Denkt der, hier ist rechts vor links oder was? Was macht der? Na, bleibt der stehen. Fast. Alter. Den Bereich soll ich verdichten? So, ich bin auf dem Weg. Ich verstehe Sie so schlecht. Ja. Auf dem Weg zum Kieswerk. Aber Sie sind ja wohl nicht ganz dicht, was? Okay. Muss ich da irgendwas einschalten? Ich weiß nicht. Bei der Walze? Moment, ich schau mal nach. Ich glaube nicht. Weil das geht so nicht. Das geht so nicht? Oh, oh. Nee. Vielleicht müssen sie oft genug darüber fahren. So, guck mal von außen, ne, Freunde? Wir fahren einfach mal zurück. Wir haben aber auch viele Fahrzeuge, ne? Ja, sie wollen noch mehr haben, ne? Der Mobilkran, Gleitfahrzeug, Wald verdichten mit X. Ich muss die noch anschalten. Okay. Ich hab den jetzt mal nicht voll gemacht. Oder doch? So, ich fange an zu verdichten, ja. Jetzt geht's los. Ja, wir gucken uns das sofort an, Freunde, weil der Hoxton ja manchmal nicht ganz dicht ist. Was gesagt? Herr Hoxton? Hallo, Herr Hoxton. Schön, Sie zu hören. Was gibt es? Ich bin gerade auf der Autobahn. Ich verstehe Sie ganz schlecht. Schon wieder ein Funkloch hier. Ich weiß, wo Sie ein Funkloch haben, oder? Andrea, grüß dich. Nee, das war ja Susanne. So, da sind wir doch schon wieder. Donny, ich bin gekommen. Ja, schön. Ist aber cool, macht Spaß. Das Verdichten. Hm? Weißt du, mir das gefällt? Du brauchst eigentlich gar nicht viel machen. Okay. Du brauchst nur rüberfahren hier, dann passt das schon. Was wäre denn der nächste Abschnitt? Verdichten, besorge 4x Rollrasen vom Gartenhandel und transportiere die Ladung in den markierten Bereich. Besorge 2x Abwasser von einem Baustoffhändler. Also ich kann nicht alles, glaube ich, ne? Nee, will ich nicht machen. Das geht dann abschnittweise immer nur. Nee, doch, das ist ja der Abschnitt jetzt hier. 4x Rollrasen und 2x Abwasserrohre. Ja, ich guck mal. Ich nehme mal den Kipper hier mit, ne? Den Absitzkran-Kipper da, ne? Herr Hoxton? Was wollen Sie denn? Ich fahr mal zum Baustoffhändler. Ja, den müssen Sie ja dann mitnehmen, oder? Oder wollen Sie das alle in der Hand nehmen, alles? Was ist mit Ihnen los? Was sind Sie denn so angekratzt? Weil so viele Plastiktüten kriegen Sie da nicht. Unglaublich, ja. Doofe Fragen sind das. Doofe Fragen. Rollrasen. Wann? Unglaublich hier. Ehrlich, die Frau, ne? Oh Mann, ey. Ein Wunder, dass sie solo ist. Also jetzt mal. Was war? Also ich muss ja sagen, ne, der Herr Hoxton ist ja richtig böse, ne? Da müssen wir uns mal wieder ein paar Aufgaben für den Hoxton überlegen. Aber wir haben ja schon eine gute. Wir geben ihm einfach immer schön zum Verdichten. Und dann lassen wir ihn demnächst mal mit dem
Schwerlastkran die Turbine wegbringen. Da habe ich da auch Spaß dran. So, wir fahren jetzt zum Gartenhandel. Und holen mal eben. Ein bisschen weit gefahren. Jetzt holen wir eben die den Rollrasen. So. Guten Morgen, Susanne. Wir brauchen Rollrasen. Wenn ich das richtig gesehen habe, viermal. Viermal Rollrasen. Ja, das machen wir auch. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Müssen wir aber, glaube ich, trotzdem ein bisschen rüberfahren, sonst kriegen wir das nicht aufs Dach oben. Das heißt, wir fahren die Stützen mal aus. So, Freunde. Und schon geht's los. Umschalten und ab geht die Post. Sieht man gar nicht hier, ne, dass er da. In der Höhe ist. Ich weiß gar nicht, die Abwasserrohre, ob wir die da auch noch nehmen kriegen. Na, ich glaube nicht. Ich glaube, die Abwasserrohre sind nicht die großen, die schweren. Vielleicht kann ich ja hier zwei übereinander stellen. Mal gucken. Übereinander. Wäre natürlich witzig, wenn das gehen würde. Muss mal ausprobieren, ob man die befestigen kann, aber ich glaube, die steht nicht richtig. Doch, das geht. Voll lustig. Aber dann machen wir weiter. Dann gucken wir mal nach dem da unten. Dann bringen wir den erstmal zur Baustelle. So. Drehen wir den Arm mal ein bisschen. Dann können wir den nämlich noch. Dann können wir die Rohre doch auch noch holen. Gucken wir das mal von außen an. Das sieht doch gut aus. So, und das Ganze jetzt noch ein bisschen drehen.
Und dann einfach nur runter. Das müsste doch passen. Das müsste doch passen eigentlich, Freunde. Schwenken wir das hier so rüber. Dann gucken wir uns das mal an. Sieht doch sehr gut aus, guck mal. Passt, würde ich sagen. Passt, sitzt und hat Luft. Jetzt fahren wir den mal ein. Der Hobbs macht das ja immer auf Tastendruck, aber wir machen das natürlich so, wie es sein soll, richtig. So, ich steige mal aus und festige mal die Ladung. Perfekt. Das hält. Dann können wir mal die Stützen lösen. Ist die Ladung da wirklich festgemacht? Ja. Ist befestigt. So, dann sind wir schon fertig, Freunde. Jetzt den Rollrasen schon mal. Ja, ich weiß jetzt nicht, die Abwasserrohre könnten die großen sein. Und wenn wir die jetzt nicht hier mal drauf kriegen, zwei Stück, ich meine, die müssen trotzdem passen nebeneinander, aber gucken wir mal, dann haben wir den Rollrasen schon mal hier. Guck mal, wie weit der Herr Hoxton mit dem Verdichten ist. Ist auch alles eingezäunt. Man kann also nicht von außen irgendwie... Das ist natürlich ein Heißen hier. Herr Hoxton, Herr Hoxton. Ja. Ich habe jetzt hier den Rollrasen geholt. Ja. Bin aber überlegen, ob ich die Abwasserrohre auch noch mitbringen soll. Ja, sollen wir doch, ne? Oder? Ja. Passt das denn alles drauf? Ich könnte mir vorstellen, wenn das die kleinen Röhrchen sind, ja. Wenn das die ganz großen sind, da müssten wir eventuell aber auch, müsste eigentlich auch passen. Aber sie sind jetzt hier auch gleich fertig, dass ja, wir ja vielleicht schon den ersten Teil abladen können. Also Sie können mal gucken, weil Sie haben ja auch Ahnung davon, ne, ob das gut verdichtet ist. Ja. Und einmal nachschauen, bitte. Ja, es sieht sehr sauber aus. Ist eine gute Qualität, der Walze, muss ich sagen. Jetzt weiß ich ja nicht, wie oft ich da rüberfahren muss, aber ich glaube, dann reicht, wenn ich einmal hier rüberfahre. Ja, ja, der ist gleich fertig. Ja, ich sehe schon. Einmal vorwärts, einmal rückwärts, damit dann alles weggewalzt ist hier. Mhm. Weil ich bin ja so ein kleiner, wissen Sie, ich will keinen grünen Fleck hier haben. Nein, nein, nein. Wir machen auch diesen Walzen erstmal fertig hier und... keinen grünen Fleck. Sie sind ja wie der Bauer Ewald. Hallen Sie mal. Ich kenne da nichts, also da bin ich knallhart. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich will das vernünftig haben hier. Fitzelchenarbeit, sagt man dazu. Guckt euch das ja an. Auch. Fast fertig. Nur noch ein Fitzelchen. Da ist es. Erledigt. Und der Roll. Ich mache das hier aber noch fertig. Nee, da muss der Rollrasen rein. Ja, können Sie ja gleich.
Aber ich kann wohl die grünen Flecken hier wegmachen, oder? Ja, machen Sie mal die grünen Flecken weg. Ja, ja, Sie können aber mit dem Rollrasen schon rantreten hier. Haben Sie gehört? Ja, Moment. Ich habe hier gerade... Ja, Telefon! Telefon!